Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt, indem wir weiter auszählen. Das ist der Tagesordnungspunkt Nummer 16, Vergabe der Planung und Errichtung des Schulbauvorhabens Universitätsgrundschule und der Universitätsoberschule in der Schul- und Gemeinschaftsschule an die Stesert GmbH. Hier steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es wird der Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Frau Schanetzki verzichtet. AfD, Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Es geht hier um das Bauvorhaben Unischule. Grundsätzlich haben wir in der letzten Abstimmung schon klar und deutlich erklärt, sind wir nicht für die Unischule, weil wir dieses Schulsystem eigentlich nicht für zweckmäßig finden und demzufolge auch nicht unterstützen wollen. Die Frage ist jetzt natürlich, jetzt soll es auch noch eine Gemeinschaftsschule werden, und mit dem relativ schnellen Aufwuchs der Schülerzahlen. Und mit diesem geplanten, schnagerten, schnellen Aufwuchs der Schülerzahlen soll jetzt schnell mal eine Interimsschule gebaut werden, weil die große neue Schule ja länger braucht zum Bauen, heißt es zumindest. Warum brauchen wir eigentlich eine Interimsschule? Warum können wir nicht einfach an einen Auslagerungsstandort gehen und dort den Schüleraufwachs erstmal abfangen? Beziehungsweise warum kann man den Schüleraufwachs nicht auf ein, zwei Jahre strecken, das heißt später diesen Aufwuchs starten, der geplante. Warum kann man nicht gleich eine richtige Schule bauen? Warum denn eine Interimsschule? Ich sage nur, Schilfweg wurde als Auslagerungsstandort gebaut in relativ kurzer Zeit, als Holzrahmenbauweise, ökologischer Baustoff, in sehr kostengünstiger Weise. Schnell, preiswert, erprobt. Was machen wir? Wir bauen jetzt eine Interimsschule für 6 Jahre, für mehrere Millionen Euro, die wir dann abreißen. Das ist ökologischer und finanzieller Wahnsinn. Wir könnten Millionen einsparen und hätten zeitiger, wenn wir jetzt sofort anfangen würden, das ordentliche Schulgebäude zu bauen als Zweckbau, wie den Schilfweg, Millionen gespart und eine Zeitersparnis. Demzufolge, Interimsschule bedeutet nichts anderes als Ressourcenverschwendung. Und das trotz festgeschriebener Klimaprüfung seitens der Stadt und einem grünen Baubürgermeister. Dann frage ich mich echt, was sind das eigentlich für Grüne, die uns hier im Rat begleiten? Das sind doch nur Fassadengrüne, oder? Na, Herr Schulze? Wir bitten um punktweise Abstimmung und dazu noch Bemerkung. Ich bin froh und glücklich, dass wir in der schlimmsten Pandemie seit Menschengedenken alle noch froh, gesund, munter, geimpft und genesen sind. Danke. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Frau Lorenko. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt konnten wir gerade wieder erleben, wie die AfD jetzt also hier Gründe an den Haaren herbeizieht, damit sie dieser Vorlage nicht zustimmen muss. Und dabei ist das einzige Problem der AfD, dass das Wort Gemeinschaftsschule in dieser Vorlage vorkommt. Und die AfD muss sich, wenn sie diese Vorlage ablehnt, einfach mal den Vorwurf gefallen lassen, dass ihr es also egal ist, dass ab dem kommenden Schuljahr und eigentlich ab jetzt schon diese Unischule aus allen Nähten platzt und die Kinder dann da einfach keinen Platz mehr zum Lernen haben. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum platzt denn die Unischule aus allen Nähten? Sie tut das natürlich, weil sie jetzt schon das Prinzip der Gemeinschaftsschule lebt, weil sie einfach lernen, neu und progressiv denkt und das von den Eltern und von den Kindern sehr gut angenommen wird. Wir sind heute hier quasi dabei, was zu beschließen, was ganz, ganz dringend erfolgen muss, weil schon im Mai der Baubeginn stattfinden soll für dieses Interimsgebäude. Das besteht übrigens aus mobilen Raumeinheiten und die sollen jetzt eben 6 Jahre auf dem Schulgelände an der Kemmerswalder Straße stehen. Und auch nur so lässt sich überhaupt das Konzept der Universitätsschule weiter fortsetzen. Das wäre mit einem Auslagerungsstandort überhaupt nicht möglich.
Also wir beschließen heute hier die stufenweise Generalübernahme durch die Stesat, die jetzt also den Planungsprozess und auch die Umsetzung begleiten wird. Und das ist wichtig, weil der Planungsprozess ja natürlich insgesamt viel länger dauert und wir ja jetzt gerade den dringenden Handlungsbedarf haben, damit im August die Schülerinnen und Schüler in Plauen oben an der Universitätsgrund- und Oberschule lernen können. Und deswegen werbe ich hier nochmal für die Zustimmung zu dieser Vorlage. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. FDP das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten? Einer noch? Auch nicht. Freie Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, bevor ich es am Ende meiner kurzen Ausführungen vergesse, beantrage ich hiermit punktweise Abstimmung. Und zwar insbesondere für die Punkte 2, 2, 3 und 5, die können gerne auch im Block abgestimmt werden, zusätzlich zu den anderen, abgeschlossen von den anderen. Es geht mir um Folgendes. Man kann von der Gemeinschaftsschule halten, was man möchte. Gemeinschaftsschule kann funktionieren, Gesamtschule kann funktionieren, wenn es gut gemacht ist. Und wir halten das Konzept an diesem Standort für sinnvoll, aber nicht an diesem Standort. Und da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, sondern ich will nur begründen, weswegen wir punktweise Abstimmung wollen. Folgendes ist uns wichtig. Das Interimsgebäude wird gebraucht und deswegen stimmen wir dem Punkt 2.2 zu. Wir sind der Meinung, so traurig es manchmal ist, nichts hält so lange wie im Provisorium. Und wenn dieses Gebäude dort steht, wird es, das mutmaße ich, und wir können gerne Wetten eingehen und das in 4, 5, 6, 7 Jahren überprüfen, länger stehen als der jetzt in der Vorlage stehende Zeitpunkt. Es wird auch länger an dieser Stelle genutzt werden. Deswegen ist die Investition auch sinnvoll. Zum Punkt 5, der ist im Ausschuss angefügt worden mit 16 Ja-Stimmen, wird auch von jeder Fraktion die Zustimmung kommen. Da ist nochmal die 49. Grundschule und das Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung erwähnt und die stufenweise Beauftragung der Stesat mit der Übernahme. Wir werden jetzt bei der Universitätsschule die Erfahrungen sammeln, ob die Arbeitsweise mit der Stesat sehr gut funktioniert. Ich hoffe drauf. Und wir werden sehen, ob es bei der 49. und beim BSZ Agrar und Ernährung dann auch eine positive Wirkung gibt. Was uns aber wichtig ist, ist, dass wir an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir nicht wollen, dass erst 2024 in Rosthal Baubeginn ist. In der aktuellen Ausschreibung der Stesat auf dem Vergabeportal einzusehen, ist die Projektierungsleistung ausgeschrieben und in dieser Ausschreibung steht explizit drin, dass die Leistungen ab dem Jahr 2024 zu erbringen sind. Mit anderen Worten, das, was jetzt dort ausgeschrieben ist, stimmt, sobald wir diesen Beschluss hier fassen, nicht mehr überein. Normalerweise müsste die Ausschreibung aufgehoben werden und nochmal neu ausgeschrieben werden. Und diese wichtige Information, die möchte ich den Lehrern und Schülern des Berufsschulzentrums nicht vorenthalten und auch Ihnen nicht. Diese wichtige Information, denke ich, sollten wir heute hier erwähnen und den zuständigen Bürgermeister, wenn er dann wieder da ist, beziehungsweise im Ausschuss auch daran erinnern, dass er mit der Stesat nochmal das Gespräch sucht, dass diese Ausschreibung dementsprechend anzupassen ist, dass die Maßnahmen in Alt-Rosthal früher beginnen. Denn auch diese beiden Schulen sind Bestandteil dieser Vorlage, aus diesem Grund auch keine komplette Ablehnung. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht, Herr Dietz, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Zeit ist Geld, besagt eine alte Volksweisheit. Im zwischenmenschlichen Bereich mag dies manchmal fraglich sein, jedoch bei der Umsetzung von Baumaßnahmen trifft dies umfänglich zu.
Aus diesem Grund unterstützen wir alle Maßnahmen, die zur Beschleunigung von Schulbauvorhaben führen und die Beauftragung der Stesat als Generalübernehmer ist eine solche Maßnahme. Wenn nicht nur die Planungs- und Ingenieursleistung, sondern auch die Vergabe in der Hand der Stesat liegt und nicht wie bisher vorgesehen bei der Stadt, entfallen organisatorische Reibungsverluste. Insofern, Herr Nitsche, würde ich auf die Wette eingehen, in Vertrauen auf die gute Arbeit der Stesat. Wir haben daher im Bildungsausschuss beantragt, das gleiche Verfahren für die 49. Grundschule sowie für das BSZ Agrarernährung anzuwenden, was der Ausschuss auch positiv votiert hat. Das spart im Ergebnis Geld und was aus bildungspolitischer Sicht besonders erfreulich ist, die Schülerinnen und Schüler können ihre neuen Schulgebäude bzw. im Fall des BSZ ihre neue Turnhalle eher nutzen. Das ist im Wesentlichen eben auch schon von den Vorrednern gesagt worden. Der Grund, warum ich dennoch das Wort ergriffen habe, ist ein anderer. Wir haben bereits im Juni letzten Jahres einen Antrag gestellt. Ich sage gerne auch nochmal den Titel, falls er wieder Antrag in Vergessenheit geraten ist. Schulkonzepte für die Zukunft, Planungsvorgaben und Raumstandards mit Blick auf die Kostenentwicklung bei Neubau und Sanierung. Die Hauptforderung ist, dass wir dringend die Planungsvergabe neu organisieren müssen, und die Stes hat es dabei als ein möglicher Partner benannt. Der Antrag hat es nach einem halben Jahr immer noch nicht zurück in den federführenden Bildungsausschuss geschafft, geschweige denn den Stadtrat. Das ist genau der Grund, warum wir jetzt hier Sonderlösungen wie dieser heilen müssen, was eigentlich schon möglicherweise ein guter Usus sein könnte. Das ist einfach ärgerlich. Da Zeit auch im Rat Geld ist, mache ich es kurz. Ich würde mich freuen, wenn wir für die Zukunft zu einem Verfahren kommen, das Schulbaumaßnahmen beschleunigt, und wir stimmen den Antrag zu. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Breuer. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Ich wollte mich eigentlich jetzt nicht zu Wort melden, aber ich muss ja eingehen auf diese Lügen, die von der Frau Holowenko über unsere Fraktion verbreitet werden. Ich möchte es richtigstellen. Der Grund der Ablehnung liegt nicht am Wort Gemeinschaftsschule. Ich kann das auch beweisen. Frau Holowenko, hören Sie gut zu. Wir haben der Gemeinschaftsschule bei der 151. Oberschule zugestimmt. Also erzählen Sie sich nicht so eine Scheiße hier. So. Was für uns das Problem ist, das ist die Unischule. Und das hatte ich auch damals, als es um diese Umwandlung in Gemeinschaftsschule ging, dargelegt. Und der Grund war, dass wir die dadurch entstehenden zusätzlichen Züge an gymnasialer Oberstufe an diesem Standort nicht brauchen. Das war der Grund. Und ein zweiter Grund, den hat der Herr Pinkert vor uns dargelegt, dass wir dem ablehnen, der liegt bautechnischer Art. Also ich bitte, Sie können uns ja hassen, wie Sie wollen, aber bleiben Sie bei der Wahrheit. Ich danke Ihnen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann steigen wir ein in die Abstimmung. Es ist punktweise Abstimmung beantragt worden, jeweils über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem Punkt 1 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 12 Nein, 3 Enthaltung, damit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Punkt 2.1. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 51 Ja, 12 Nein, 3 Enthaltung. Dann ist das auch so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 2.2.
Das wäre dafür ein Ausschussbericht. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, 12 Nein, keine Enthaltung, dann auch beschlossen. Wir kommen zum Punkt 3 des federführenden Ausschussberichtes. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann einstimmig mit 64 Ja-Stimmen. Wir kommen zum Punkt 4. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 12 Nein, 3 Enthaltungen, damit zugestimmt. Und last but not least, der Punkt 5 des federführenden Ausschussberichts, wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, beides nicht der Fall, dann einstimmig mit 66 Ja-Stimmen. Damit hätten wir den Punkt 16 absolviert.